Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir mit German Kastrup und Holzkopf zusammen im Zug unterwegs, das Ganze auf El Haluf. German Kastrup auf seinem Standard B und Holzkopf auf seinem BZ 132A. Mal schauen, was sie machen können hier. Vom Team her kann ich leider jetzt nicht viel sagen, weil mal wieder XVM zurzeit ausgefallen ist. So, da kommt schon mal der erste Leopard aggressiv hier rüber. Holzkopf hat schon mal den Primo aufgemacht. Oh. Vom Leopard wahrscheinlich aufgemacht. Oder vom T-54. Der Skorpion geht da unten, da ist auch relativ aggressiv, dafür, dass er low tier ist. Jetzt ist er sogar mal durchgekommen, der Primo. So, jetzt ist auf alle Fälle schon mal der Leopard rausgegangen. Okay, jetzt wollen die zwei wahrscheinlich durchdrücken, so wie das aussieht. Oh. Da hat er es auch etwas gut gemeint, unser German Kastrup.
Schön gemacht auf alle Fälle. So, da ist der Skorpion raus. Ghetto ist auch raus. Und jetzt der letzte. Den nimmt unser German Castrop mit. Am T95 Frontal ist aber auch fast unpenetrierbar. So, jetzt steht schon wieder 12 zu 12. Also relativ ausgeglichen. Das ist noch lange nicht gewonnen. Jetzt sogar 12 zu 13. Und jetzt pusht der AMX rüber. Den müssten sie jetzt natürlich im besten Fall rausnehmen. Und da prallt natürlich ab. Da war der Intra-Clip-Reload doch etwas zu lang. Holzi versucht jetzt den T54 rauszupushen. Das war natürlich jetzt ärgerlich. Sorry. Das war auf alle Fälle ein wichtiger Kill, der T95. So, und jetzt können sie sich in Ruhe um den AMX kümmern.
wieder abgeprallt. Jetzt hat er aber geschossen. Die ist doch nicht wahr. Jetzt schaut der AMX natürlich Richtung German Kastrup. Und das gibt natürlich unserem Holzkopf die Möglichkeit, von hinten ran zu pushen. Und jetzt guckt er weg. Und jetzt können sie ihn natürlich hier rausnehmen. Schönes Zusammenspiel, muss man sagen. Schöner Sieg. Dann kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war für unseren German Kastrup auf El Haluf erste Klasse. Wirkungsfeuer, Schläger und Waffenbrüder. 3 Kills, 4405 Schaden gemacht, 979 ermöglicht. Definitiv den meisten Schaden gemacht. Unser Holzkopf hat auch recht gut mitgewirkt. Leider nur 172, also Schaden für Spielerunterstützung. 63.000 plus, das Ganze in 11 Minuten 50. Wieder eine verdammt lange Runde für WoT. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.